Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gegengiftbox von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gegengift von Freiwild, das Ganze aus dem Jahr 2010. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. So sieht das aus. Es ist von der Größe her eine klassische Deluxe-Box. Das Ganze ist in schwarz gehalten mit weißem und rotem Aufdruck. Also rein von der Farbkombination schon mal sehr gelungen in meinen Augen. Hier oben lesen wir einmal den Bandnamen Freiwild. Hier unten dann den Albumtitel Gegengift. Und dann haben wir hier das Cover-Design, das Album- bzw. Boxcover. Wir haben hier ein Plektron, auf diesem sehen wir hier einen Totenkopf mit gekreuzten Knochen. Und dann haben wir hier hinter diesem Plektron diverse Sachen, die hier zum Vorschein kommen. Also jede Menge Flammen und solche Spitzen. Dann haben wir Drumsticks, Gitarren, Mikrofone, Schlangen, dann diverse Tribals und Muster, die hier zum Vorschein kommen. Also hier ist echt einiges los auf dem Cover. Und dann das Rote, ja, entweder so roter Rauch, roter Dampf, aber sehen ja doch irgendwie so ein bisschen am Blut. Also ist auf jeden Fall ziemlich heftig, das Cover. Von unten das Ganze in schwarz, beziehungsweise ja, so dunkelgrau. Auf der rechten Seite lesen wir dann wieder Freiwild Gegengift plus dieses Cover. Dann haben wir hier oben wieder schwarz-dunkelgrau und auf der linken Seite auch wieder hier dieses Logo inklusive der beiden Schriftzüge. Auf der Rückseite ist das Ganze recht schlicht gehalten. Wir haben das Ganze hier in schwarz und grau. Die Beteiligten, also natürlich Rookies und Kings, das Label. Dann haben wir noch Soulfood, die haben den Vertrieb gemacht. Und bei Fragen zum Boxinhalt kann man sich an diese E-Mail-Adresse wenden. Unten haben wir dann noch einen Aufkleber mit einem Barcode und Katalognummer. So, dann schauen wir mal hinein. Es ist von der Gestaltung her etwas Besonderes, denn normalerweise, wir kennen das, macht man das hier auf und hier kommt man dann zum Boxinhalt. Aber wir haben hier noch eine zusätzliche Ebene eingezogen. Also hier nochmal separat zum Aufklappen und passend zum Albumtitel Gegengift haben wir hier auch so ein, ja, sieht aus wie so ein Medizinschränkchen voller alter Fläschchen und Mittelchen. Und auf der linken Seite haben wir dann hier so eine Metallschale mit diversen medizinischen Utensilien. Und hier haben wir dann auch noch drei Spritzen. Und die eine enthält hier eine rote Flüssigkeit, also scheinbar das Gegengift. Hier auch nochmal drei so Fläschchen und Behältnisse, die ebenfalls diese rote Flüssigkeit beinhalten. Und was mich auch besonders freut, wir haben hier unten in dieser Metallplakette haben wir dann hier einen Sticker und hier lesen wir Boxnummer 240 von 5000. Jawohl, das bedeutet, diese Box hier ist auf 5000 Stück limitiert gewesen und meine Box ist in diesem Fall Nummer 240. Also wirklich jede einzelne dieser 5000 Boxen ist entsprechend durchnummeriert und hat dementsprechend noch eine eigene Nummer. Kleine Info noch zu dieser Gesamtauflage, 5000 Boxen gab es. 3500 waren davon in dieser Gestaltung, sage ich mal, also in meiner, die ich euch heute präsentiere. Und es gab dann noch 1500 separat über EMP zu kaufen. Und diese haben als zusätzlichen Boxinhalt noch eine Geldbörse dabei gehabt. Ich stelle euch heute eine der 3500 vor. So, wir kommen zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal eine Fahne. Dann haben wir mit dabei eine Halskette, die kommt hier in so einer Luftpolsterfolie, eine Gürtelschnalle, das Album an sich, dann passend zur Gürtelschnalle haben wir hier so einen Stoffgürtel, einen Kugelschreiber in Spritzenoptik, einen zweiten Kugelschreiber und eine Autogrammkarte. Von innen haben wir hier auch etwas in die Box eingearbeitet, also hier schöne Detailarbeit, die vier Herrschaften von Freiwild hier um diesen Tisch versammelt, an der Wand auch nochmal das Logo, Freiwild Schriftzug, jawohl. Ja,
So sieht das aus. Also nicht einfach klassisch in schwarz gehalten von innen, sondern entsprechend mit einem Foto. So, dann haben wir hier einmal diese zwei Dinge noch in der Folie. Das ist in diesem Fall auch sehr gut, denn gerade bei solchen Inhalten aus Metall, ob das jetzt die Gürtelschnalle ist oder diese Halskette, ist das immer sehr wichtig, dass sie nochmal irgendwo separat verpackt sind. Denn gerade beim Transport ist es dann unschön, wenn diese Sachen dann vielleicht die Autogrammkarte oder das Album zerkratzen und andere Boxgegenstände in Mitleidenschaft gezogen werden. Deswegen ist das hier ganz gut verpackt worden. So, dann packen wir mal alles zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. Also vom Design her, wie auch schon die Box, nur dass wir hier an der Seite noch so weiße Verwischungen haben. Und auch hier lesen wir dann wieder Freiwild gegen Gift. Es ist das siebte Album der Band. Auf der Seite auch wieder zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann hier rechts die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Stück drauf. Dann haben wir unten wieder die Beteiligten und einen Barcode. Und hier sehen wir scheinbar einen, ja, es dürfte ein Stuhl sein mit Blut oder, na, ich denke mal, es ist ein roter Sitzpolster. Also hier so rot ausgepolstert und kein Blut. So, dann schauen wir mal hinein. Jawohl, wir haben richtig gelegen. Es ist tatsächlich hier die Sitzfläche in Rot. Und das ist so das Album-Artwork. Also wir haben hier Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die immer dann noch irgendwo einen roten Akzent mit dabei haben. Wir schauen mal ganz kurz ins rechte Täschchen. Jawohl, wie erwartet haben wir hier das Booklet. So, auch hier das Artwork in Schwarz-Weiß und Rot gehalten. Und was besonders erfreulich ist, wir haben hier Text mit dabei. Also die Lyrics zu den einzelnen Liedern gibt es hier abgedruckt zum Nachlesen, zum Mitsingen. Sehr schön. Und das Booklet ist, wie auch schon das Box-Design, sehr düster gehalten. Also wir sehen hier wirklich jede Menge Schwarz-Grau, aber auch natürlich Rot. Dann haben wir hier ein Foto eines Live-Auftritts. Das nenne ich mal eine Crowd. Also das ist eine ordentliche Menge. Ja, sieht irgendwie so nach Festival aus. Mächtig. Weitere Fotos und weitere Texte. Zieht sich hier so durch. Was haben wir hier? Okay, also hier dürfte jemand verstorben sein. Stefan Innerbichler, wenn ich das hier richtig lese. 1973 geboren und 2010 gestorben. Und dann haben wir hier noch stehen: Du musstest gehen, die Erinnerung bleibt für immer. Ruhe in Frieden, Freund. Okay, ja, das finde ich sehr schön, dass man hier dieser Person gedenkt und sie hier in diesem Booklet verewigt. Schöne Sache. Dann haben wir hier weitere Texte und zum Abschluss natürlich die Credits. Also hier kann man dann nachlesen, wer an dem Album beteiligt war, wer hier mitgewirkt hat und hier dann auch nochmal die Tracklist. Gut. Wir packen das Booklet wieder zurück. Dieses Stecktäschchen ist übrigens nach beiden Seiten geöffnet. Also man kann das hier von links oder auch von rechts reingeben. Und dann haben wir hier, wenn wir kurz mal die CD hier entfernen, die vier Mitglieder der Band. Alle hier wieder in Schwarz-Weiß fotografiert mit einem kleinen roten Element dabei. Also Philipp, Jonas, Jochen und Christian hier zu sehen. Dann haben wir die CD in Schwarz und Grau gehalten. So sieht das aus. Die kommt hier wieder an Philips Stelle. Und dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Wir haben hier eine Fahne. Und, ui, es ist keine reguläre Fahne, sondern, wenn wir uns das anschauen, von der Form, von der Gestaltung her, eine Wimpelfahne. Wir haben hier wieder das Artwork, das wir schon kennen, also hier vom CD bzw. Boxcover hier das Design. Was spannend ist an der Fahne, habe ich so auch noch nie gesehen. Wir haben hier, wie gesagt, eine Wimpelfahne, bedeutet, die ist oben hin, ja, breit und wird dann immer schmäler und läuft dann hier unten spitz zusammen. Wir haben hier zum Abschluss nochmal das Freiwild-Logo. Dann lesen wir hier noch einmal Freiwild Gegengift.
und dann wird das Ganze hier immer breiter und an den oberen Enden, sowohl links als auch rechts, haben wir dann hier auch noch goldene Metallösen und hier kann man die Fahne dann entsprechend aufhängen. So, und jawohl, das habe ich gesucht. Hier haben wir dann noch ein Etikett und hier lesen wir was. Produced by OneTrade.com, 100% Polyester. Alles klar. Also, eine Fahne hier in dreieckiger Form. Wie gesagt, erinnert mich sehr stark an so klassische Wimpel, nur eben natürlich deutlich größer. Dann packen wir die Fahne mal wieder zur Seite. Ich lege die jetzt hier einfach mal irgendwie zusammen. Dann haben wir mit dabei einen Gürtel, so einen Stoffgürtel. Der ist in Schwarz und Weiß gehalten. Wir haben hier wieder den Bandnamen und das dann immer noch mit Totenkopf gestaltet. Am Ende des Gürtels haben wir dann hier das Ganze mit so einem Metallverschluss. Und auf der Rückseite ist der Gürtel glatt schwarz. Also rein theoretisch könnte man den Gürtel auch so verwenden, einfach schwarz. Aber ich denke mal, wenn man den trägt, dann trägt man eher diese Seite hier nach außen. Und passend zu diesem Gürtel gibt es dann auch noch die passende Gürtelschnalle. Die sieht so aus, ist komplett aus Metall. Wir haben hier wieder das Plektron mit dem Totenkopf in der Mitte, darüber der Freiwildschriftzug und dann hier wieder Schlangen, Gitarren, Mikrofone und Flammen, die hier hervortreten. Auf der Rückseite sieht das so aus. Das lesen wir hier noch. Made by... Ist gar nicht so einfach. Okay, hier steht auch wieder Made by OneTrade. Alles klar. Also diejenigen, die auch die Fahne verantworten, haben hier diese Gürtelschnalle. Und dann kann man hier mit diesem Verschluss entsprechend dann den Gürtel einfädeln und das Ganze dann entsprechend in Kombination tragen. Man kann aber natürlich auch diesen Gürtel hier mit einer anderen Schnalle oder diese Schnalle mit einem anderen Gürtel kombinieren. Je nachdem, wie man das gern möchte. So, dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei. Die ist rechteckig hier, also im Querformat. Hier dieses Foto, das kennen wir schon vom Boxinhalt. Also wir erinnern uns, als wir die Box leergeräumt haben, war genau dieses Foto hier in die Box eingearbeitet. Hier haben wir von allen vier Bandmitgliedern die Unterschriften. Die drei Herrschaften hier am Tisch und Jonas hier hinten im Eck. Also alle vier haben hier unterschrieben. Auf der Rückseite gibt es noch die Tourdaten zur Gegengift-Tour 2010. Ja, also wenn es wirklich... Ja, es wird natürlich so sein. Wir haben 5000 Boxen und wenn jetzt wirklich in allen 5000 Boxen in vierfacher Ausführung unterschrieben wurden, Respekt, das war sicher eine Menge Arbeit. Dann gibt es zwei Kugelschreiber und zwar zwei Kugelschreiber, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe, nämlich in Spritzenoptik. Passend zum Albumtitel Gegengift haben wir hier dann eine Spritze. Hier lesen wir auch Gegengift. Und das Ganze ist dann sogar auf der Rückseite noch mit solchen Messstrichen, um hier entsprechend die Milliliter abzumessen. Ja, also ich glaube, mit diesen Kugelschreibern fällt man auf jeden Fall auf. Kann man dann hier wie eine Spritze drücken, dann kommt hier vorne die Kugelschreibermine raus. Und auf der Rückseite, hier haben wir dann so einen kleinen Plastikknopf, da drücken wir drauf und dann rastet das Ganze wieder ein. Und ein zweites Stück dieser Kugelschreiber gibt es auch noch. Sieht so aus, also wie der erste auch schon, nur ist er hier vorne blau eingefärbt. Ansonsten exakt gleich. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch eine Halskette. In Silber gehalten. Wir haben hier so ganz einfache, also ja, recht kleine Glieder. Und oben dann entsprechend der Verschluss. Auf der Unterseite haben wir dann hier diesen Anhänger und auch hier wieder dieses Plektron mit dem Totenkopf, mit dem Freiwildgeweih, das alles von diesem Artwork hier verarbeitet. Und auf der Rückseite lesen wir wieder Made by OneTrade und so sieht er dann aus. Schöne Sache in Silber auf Hochglanz. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet.
Einmal die eben gezeigte Halskette hier samt diesem Anhänger. Die Autogrammkarte im Querformat, unterschrieben von allen vier Bandmitgliedern. Der Stoffgürtel in Schwarz und Weiß, inklusive der Gürtelschnalle aus Metall. Dann haben wir diese Fahne hier in Wimpelform, also diese dreieckige Fahne hier. Die beiden Kugelschreiber in Spritzenoptik, einmal durchsichtig, einmal in Blau gehalten. So wie natürlich das Album an sich im Digipack Gegengift mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Gegengift von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.